Ahoi und schön, dass ihr dabei seid bei Obsidio. Neben Phasmophobia probieren wir jetzt mal ein neues Gruselspiel, was aber vom Prinzip her eigentlich ähnlich ist. Und wir spielen die drei Priester-Zwillingsknaben. Wir sehen alle gleich aus, was ein bisschen gruselig ist, schon mal. Genau, und mit mir dabei sind die anderen beiden Priester Marek und Marvin. Was? Ich bin Peter Frederik. Peter oder Pater? Na, Peter Pater. Pater Peter. Der Peter Pater. Ja, ich glaube, der Geist wartet schon auf uns, der die Tür aufgemacht. Ich bin Pater Petra. Peter Pater? Pater Petra. Peter Parker? Nein, ich bin ja eine Frau eigentlich. Also deswegen Petra. Okay, ich nehme. Eben Effli, den kenne ich, das sagt mir was. Man kann immer nur ein. Also, wir spielen blind. Also, wir haben keine Ahnung, wie hier irgendwas funktioniert, deswegen. Also ich habe das Kruzifix. Wir haben immer das Prinzip Lernen mit Durch Schmerz. Schmerzen. Genau. Boah, es ist dunkel. Hallo? Hat man eine Taschenlampe oder sowas? Das suche ich auch gerade. Eine Kerze ist hier. Oh, das bessere Ding hier. So. Da ist noch ein Jesus dran. Ja, der ist doppelt so stark. Sehr gut. Aber es ist immer noch dunkel. Gehen wir einfach mal Geh mal Richtung ins Licht. Licht. Da ist eine Tür. Okay, hier Ich erinnere brennt. mich, dass Rot schlecht ist. Rot ist schlecht. Okay. Im Namen Gottes. Ich höre irgendwas steppen, oder ist das hier der dritte Pater? Pater Petrus. Wenn man hochgeht, sieht Nein, man. da kommt ein Geist! Er hat sich Pater Petrus geschnappt! Was? Mich? Nein. Mich. Pater Petrus hängt hier in der Wand ganz erdrosselt. The fuck? Weg mit dem EMF. Jetzt ist es. Ja, okay, jetzt ist es auch nicht mehr rot. Jetzt ist es irgendwie. Jetzt ist die Flamme gelb. Irgendwo weint ein Kind. Ich fühle mich total hilflos. Hallo? Ich habe doch gerade einen Schatten gesehen. Jetzt ist aber auch Licht an. Okay, also man hat jetzt sowas wie eine Art Taschenlampe. Die geht dann vielleicht automatisch aus, wenn die. Hallo? Wenn der rote Alarm an ist, vielleicht. Hallo? Peter Pater. Pater Peter, ich gehe wieder runter. Hier ist eine Lampe runtergefallen. Ah, und hier schließt sich der Kreis. Guck mal nicht so unfreundlich. Okay, hier ist es ziemlich verwüstet. Direkt. Oh, das rote Licht hat wieder angefangen. Das schnappe ich mir schnell das Kreuz. Was ist das? Weihwasser? Was ist passiert? Er hat dich Ich geschnappt? steige in die Himmelspforten. Oh nein, was soll ich machen? Es hat sowohl Pater Petrus als auch Pater Peter geschnappt. Jetzt bin nur noch ich, Pater Petra, übrig. Und ich habe keine Ahnung, was ich machen soll und wie das funktioniert. Hat dir dein Kruzifix geholfen? Ja, für den Aufstieg zu Gott. Das sieht aus, als ob du hier schwimmen lernst auf dem Tisch. Machst gerade dein Seepferdchen. Mein Seepriester. Es knatscht. Nee, hör mal auf mit mir zu quatschen. Ich habe keine Ahnung. Hallo, hier ist irgendeine Flamme. Das ist die Flamme der Rechtschaffenheit.
Oh oh. Es ist rot. Er will mich auffressen. Ich gehe zurück in den Pater Startraum. Mit P kann man beten. Mit P? Ja. Okay. Nein! Warum schreit er mich denn so an? Okay, wir haben verloren. Wir haben überhaupt nichts geschafft. Auf zur nächsten Runde. Okay. You're all set up. Partner Runde 2. Jetzt erst recht. Hier sind sie wieder. Pater Petrus und Pater Peter. Und auch ich, Pater Petra. Probieren jetzt in der nächsten Runde. Vielleicht sollte man sich doch mal irgendwie die Controls durchgucken. Heart Rate H. Sprint. T ist Lampe, ja. Oh, okay. Gut. Was? Wie? T. Ah, T wie? Und Control. T-Licht. Pray P. Okay. Ah ja. Hallo? Hallo? Satan, wo bist du? Kannst du mit mir sprechen? Oh, wenn man hochgeht, dann sieht man direkt den Leadsänger von Rammstein. Okay, ich komm mal hoch. Kannst du mit mir sprechen? Ich bin im Katzenzimmer. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Hier knatscht was. Bist du hier? Hallo? Ich glaube, ich habe Strom angemacht. Bist du Petrus oder Peter? Peter. Okay, Pater Peter. Strom ist schon mal sehr gut. Was haben wir hier? Pain Away. Pain Away? Ah, okay. Das brauche ich auch. So eine fette Katze. Wo ist die fette Katze? Der Strom ist aus. Die ist doch gar nicht so fett. Naja, die streckt die Zunge raus. Das ist ja frech. Guck mal hier. Pater Petra. Ja? Schwester Pater, Pater, Peterin. Ja, weibliche Pater heißen auch Pater. Das ist immer noch, Hier ist Party Island. Oh, mit DJ Donald Marisha and the Scott Boys. Wenn ich wüsste, ob ich noch irgendeinen Knopf drücken müsste bei der Spirit Box. F vielleicht. Nee, damit kann ich ihn einfach nur anmachen oder, an- oder ausmachen. Mir gefällt dieses Full Moon Plakat, das finde ich schön. Das ist nett, da mache ich ein Foto von. So. Das ist hinter der Tür. Hinter der Tür hier? Ich habe das Klopfen gehört. Aber. Also. Bist du hier? Unten, oder? Kann man sich vielleicht verstecken? So, ich gehe dann doch noch mal ganz kurz in den Paterraum. Und muss hier einmal ganz kurz gucken. Sprint. Use Item ist F. Also man muss da anscheinend nichts mehr drücken. Okay. Wecker klingelt. Was hat das zu bedeuten? Dass es Zeit ist. Es ist Zeit für die heilige Messe. Jungs, kommt, es gibt Oblaten und Wein. Also, mit draußen. Dem... Das ist ein LKW. Ich habe das Gefühl, das bringt nichts. Ich nehme einfach schon mal Pillen. Okay. Ach, man kann auch raus. Oh! Hallo. Sieht so ein bisschen... Oh, 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 oh. Ja.
Betet, betet. Betet, wie nochmal P, ne? Ja. Aber... Betet. Ich bete ja, ich spamme P. Bete härter. Es ist immer noch rot. Er hat mich. Echt? Aber... Ich hab zu hart gebetet. Vielleicht kann man ihn mit Weihwasser vertreiben. Also soweit wie ich gesehen habe. Ah, ich habe gesehen, er ist in diesem Katzenraum. Katzenraum. Wo wir waren. Ja. Mit dem Poster. Okay, dann nehme ich mir einfach mal das Buch hier. Ja, hier weiter. Hier weiter, Pater. Nein, zurück. Hier, ja genau. Es ist ein Effigy. Okay. Der Feuer macht. Dann exorziert mal. Okay, ich fühle mich gerade so ein bisschen hinten an. Woher weißt du, was es ist? Mit J kannst du. Oh, rot. Betet! Es bringt nichts, ich lauf weg. Ah! Ich verstecke mich. Irgendein Balken läuft ab, ich habe keine Ahnung, was das bringt. Kann ich nochmal beten? Du kannst immer beten, da kommt die Treppe hoch. Er geht in den Katzenraum. Und er ist weg. Oh, ich habe ihn auf jeden Fall gehört. Also mit J kommst du wieder in das Buch. Ah! Hier ist der Katzenraum, Marvin. Hier war er zuletzt. Ghost Wiki, select Ghost, okay. Ein Bärt! Es ist ein Bärt! Oh! Ghost Clues. Was geht hier ab? Ein Teekessel pfeift. Es hört sich an, als ob eine Rakete startet. Oh Gott, ein Kind weint. Es klopft irgendwie. In der Küche ist irgendwas. Ja, hier brennt so ein Feuer, die. Also mit J kannst du das Ding öffnen und da kannst du die Clues eingeben. Sachen, die er macht, und dadurch kriegst du raus, was für ein Geist es ist. Okay. Und dann muss man noch den kältesten Raum finden. Weil das ist der Geisterraum. Und anhand vom kältesten Raum und EMF, bla bla bla, kannst du rauskriegen, wie du ihn exorzieren kannst. Hier ist ein Dot. Und irgendwo kann man seinen Sanity sehen, das weiß ich noch nicht wie. Und die füllt sich draußen nur wieder auf. Okay, ich hab Dots gefunden. Oh Gott. Ja. Ich will raus. Er jagt. Ich weiß. Wenn schon, muss er in den hellen Raum hier reinkommen. Wo ich ihn sehen kann. Dann nehme ich Weihwasser. Ich werde dich mit Weihwasser bespritzen, wenn du hier reinkommst. Ich glaube, er hat aufgehört, oder? Mhm. Cool, ich lebe noch. Der Wecker geht mir ein bisschen auf den Geist irgendwie. Den kann man auch ausschalten. Ich habe ihn immer noch nicht gefunden. Er ist draußen irgendwo? Ja, aber draußen bist du sicher. Glaube ich zumindest. Aber wo ist denn dieser Kackwecker? Hier im Wohnzimmer, bei dem Kamin. Oh, okay, er macht wieder Action. Gucken wir mal, ob wir hier draußen sicher sind. Warum stehst du eigentlich die ganze Zeit hier draußen, Pater Petrus?
Ich versuche mal eine Sanity-Anzeige irgendwie zu finden mit einer Taste. Ah, okay. Ich höre den Geist. Der latscht da irgendwie rum. Mit H kam. Oh, er ist im Wohnzimmer. Er ärgert sich, weil wir draußen sind. Mit H kann man die Herzrate gucken oder ah, so. Ah, ja, das ist die Sanity. Ah, okay. Ich habe 168. Ich habe 141, das ist nicht so gut, ne? Nee. Ab wie 110 oder 20 fängt dann zu jagen. Oh, okay, dann nehme ich noch ein Pillchen. Nee, das draußen stehen hilft dir. Ach so. Die Pillen, das sind gegen radioaktive Strahlung. Ach so, ja, da musst du reingehen und den Wecker ausmachen. Weil er dich so stört. Ja klar, es geht ihm schon auf den Keks, die ganze Zeit Wecker. Ich meine, wer mag das schon? Ich riskiere mein Leben, um meinen Wecker auszuschalten. Das ist nur vernünftig. ist der oben? Ich glaube, er ist oben. Mm-mm. Er jagt, Achtung. Er steht vor der Tür. Drinne? Oh, ich sehe ihn. Er geht hoch. Er ist eine verbrannte Leiche. Ich habe nur so einen Schatten gesehen irgendwie. Er ärgert sich schon wieder, weil ich draußen bin. Ah, kommst du nicht an mich ran? Ich habe trotzdem ein bisschen Angst. Da ist eine Tür aufgegangen. Er ist weg. Hat das Glück. Weiter geht meine Quest nach dem Wecker. Ich glaube, es sind zwei Wecker. Auf der anderen Seite ist auch noch einer. Ja. Okay, meine Herzrate ist wieder in Ordnung. Ich komme wieder rein. Wenn du oben weiter gehst, den Flur entlang, rechts, links, rechts, ja. Links. Okay, also wir hatten auf jeden Fall einen Orb auch. Was ist denn das hier? Die Musikbox? Er jagt. Er ist unten. Rennt nach oben. Nach unten. Schreit. Das ist beim Mietzimmer. Musik. Okay. Wie benutze ich denn die Musikbox? Beziehungsweise, ihr meintet irgendwie im Katzenzimmer wäre es kalt? Ich bin jetzt mit dem Thermometer durch fast alle Räume gelaufen und am kältesten war es im Keller, aber ich finde das relativ natürlich, dass es dort kalt ist. Deswegen. Oh, hier sind überall Kreuze noch. Satanistische Kreuze angebracht. Das ist wahrscheinlich der Raum. Meinst du? Das ist ein eindeutiges Zeichen. Im Priester-Handbuch steht das. Dem. Wo? Also, wo ist der Raum? Oben. Und ja. Dann. Wenn du. Ich kenne mich hier irgendwie noch nicht so gut aus. Da, wo der Wecker war. Der zweite? Ja. Hier sind überall Kreuze da unten. Das ist ein eindeutiges Zeichen. Hier, Pater Petrus, ich habe den verfluchten Raum gefunden. Kannst du das bestätigen? Es segnet ihn. Ich glaube, das ist einfach nur eine Erscheinung von dem. Okay, kann ich das irgendwo vermerken in meinem Priesterjournal? Ghost Eliminator, und dann kannst du unten was eingeben. Oh. Places Crucifix on Walls. Es gibt so viele Sachen, die passieren können, dass du unten einen Filter eingeben musst. Oh, krass.
Dann musst du eben. Oh krass, da gibt's ja echt. Also es ist ein Dämon, Effigy, Mare. Er jagt. Oder Jin. Huch. Oh, ich verstecke mich hier hinterm Schrank. Oh, da ist er schon besetzt. Hallo, Pater Petrus. Renn nach oben. Er geht in den Katzenraum und schreit. Ich glaube, er hat Schmerzen. Ich glaube, aus seinem Auge. Ich glaube, er hat einfach keine Orientierung. Ich glaube, er ist weg. Und ist es jetzt hier kalt? Nö, 21 Grad. Okay, dann. Wenn ich dann mit der Jagd, dann hört er dich auch, ne? Das ist wie bei Phasmophobia. Okay, dann bin ich leise. Das nächste Mal. So, gehen wir mal in meinen Keller, weil da habe ich tiefere Temperatur gefunden. Okay, ich komme mit der Musikbox mit. Wir müssen mal wissen, wie es in den Keller geht. Du siehst, ja. Was sagt deine Herzrate? Meine ist bei 100. Gehen wir mal kurz raus. Okay. 130, ja. Ja. Bisschen aufgeregt. Was ist denn das hier für ein ominöser? Das sieht ja aus wie eine Falle hier. Also. Damit sind wir angekommen. Das ist der heilige Truck. Gesundheit. Also ich glaube, da werden die Patres, also wir, werden direkt aus dem Patergefängnis hier reingekarrt. Ne? Sieht man ja schon alles eingezäunt. Dann fährt der hier rückwärts ran, der Truck. Und wir kommen hier nicht eher raus, bis wir entweder tot sind oder den Geist eliminiert haben. Also ausgetrieben haben. Wir werden von der Kette gelassen. Release the Patres. Wir sind nämlich eigentlich viel schlimmer als die Geister. Okay. So. 86. Okay. Wann fängt er an? 120? Ja, warten wir. 68 ist das Niedrigste. Okay, ich bin bei 79. Ja, es droppt. Ich habe auch eine ganz komisch geformte Faust. Die ist ein bisschen krepelig. Ich habe einen riesen Daumen. Hier draußen können sogar auch Sachen passieren. Okay, dann können wir mal gucken. Da steht, Rare ist bei dem, dass er draußen ein Grab schaufelt. Okay. Aber draußen jagen tut er anscheinend nicht, ne? Also wie gesagt, er kann alles Mögliche können die hier machen. Also wenn man mal in diese Liste da schaut, das sind... Hier hinten war ich, glaube ich, noch gar nicht so richtig. Er hat hier eine Latte rausgebrochen aus dem Zaun. Also hier ist eine Tür, hier könnt ihr ja reingehen. Ja, dann. Der kommt ja auch schnell zum Keller. Und was bedeutet diese Flamme hier? Startet Feuer. Das gibt es als Evidence, also als Zeichen. Ah, okay. Trennt euch nicht. Nein, zurück. Ja. Pater Petra, geht die Küche. Achso, okay. Ja, ich habe mir die Flamme angeguckt, dann war Pater Petrus auf einmal weg. Dann habe ich den Anschluss verloren. Ich habe auf meine himmlische Stimme gehört, die hat gesagt, wo es lang geht. Da sind 11 Grad, 12 Grad, 21, das ist nicht lang. Zwölf, 6 Grad, 5 Grad? Irgendwo hier muss es sein. Ich habe irgendwas gehört. Hier vielleicht? Hier die Ecke? Ja, ich komme da lang. Ich glaube, hier wird es mal wärmer. 20, 21, 18. Ne, hier vorne direkt. Direkt hier sind so 4 Grad. Na, dann tun wir doch einfach mal so, als ob das hier der Raum wäre, also. Ja. Okay. Prüft euren Herzschlag. Ja. 85. Alles im grünen Bereich. Ich trage dann jetzt nochmal ein, dass er Feuer macht. Starts Fire. Okay. Aber das kann ja dann echt nur ein Effigy sein. Also können wir ja jetzt quasi eigentlich schon sagen, das ist der und gut ist. Und dann müssen wir jetzt den Exorzismus machen, ja? Genau. Aber um den richtigen Exorzismus rauszukriegen, müssen wir rausfinden, was der für Zeichen es noch gibt. Also EMF, diese Box da, das komische, wie die Temperatur ist und so weiter. Das spielt noch nicht dran. Das war ich. Ja. Ich kann auch Sachen machen anscheinend. Ah, okay. Komm, holen wir noch mehr von dem Equipment. Ja, okay. Ich folge dem Pater Petrus. Ich weiß aber noch nicht mehr so genau, wo es lang geht. Aber ich glaube hier lang. Warte. Ich glaube hier lang. Genau. Das sagt mir. Und jetzt glaube ich hier. Links. Und jetzt hier. Ja.
starte im Klo. In der Toilette. Er hat uns eine Drohung dagelassen, eine zerbrochene Flasche vor der Tür. Und wir haben ganz schön viel geraubt, bevor wir jagen gegangen sind. Guck mal hier am Waschbecken. Ganz zittrigen Fingern. Oh, ja. Also vielleicht gehen wir noch mal kurz raus. Ich habe 105 Herzrate. Mhm. Dann nehme ich noch mal, was nehme ich denn dann mit? Ich nehme diesen komischen Stein, will ich mitnehmen. Du kannst zwei Sachen mitnehmen. Achso, oh, Moment. Dann nehme ich noch die Puppe mit. Stein und Puppe? Das sind die Exorzisten-Sachen, glaube ich. Achso. Großteil. Dann bleibt ihr hier. Kamera oder den... Das habe ich auch hier hingeschmissen, das ist dann auch dann... Also ich habe ja Orbs, habe ich auch schon gesehen. Okay, die Box dann noch da. Und dann können wir Orbs auch eintragen. Okay, dann gehen wir nochmal raus, ja. Und das Radio. Er hat vorhin auch das Radio angemacht. Das sind so Sachen, die dir den Geist sagen, die Art des Geistes. Okay. Also alles, was er so rumspinnt, das ist, was für ein Geist das ist. Und all unsere Geräte geben uns Hinweise auf, wie der Exorzismus stattfinden muss. Okay, das heißt genau, also hier kann man das hier eingeben. Ghostwriting, Music Box, Freezing Terminal hatten wir alles noch nicht. Exorzismus. Place it in the coldest spot in the room to start the exorcism ritual. Ghost, wo kann man denn sehen? Achso, das sieht man dann auch immer. Ah ja, Effigy. Dann bräuchten wir quasi das Weihwasser und die Rune, also diesen fancy Stein. Und würden das dann mitnehmen und die Bibel. Und noch die Sachen, die von den Evidence, also von den unseren Geräten kommt. Wenn der Röntgen, also wenn der Strahlung aussendet, wenn die Box funktioniert, wenn Orbs da sind, dann braucht man noch zusätzliche Sachen oder zusätzliche Voraussetzungen. Okay, das habe ich, das checke ich noch nicht so ganz. Also, alles, was der Geist macht, das sagt uns, was für ein Geist es ist. Das genau, müssen wir das wissen, haben damit wir erstmal die Grundsachen kriegen. Das haben wir rausgekriegt. Der macht übrigens das Licht an und aus. Das war ich. Das ist auch... Hör auf, uns zu verwirren. Das ist jetzt scheißegal, was der Geist macht, weil wir jetzt schon wissen, was genau. Das ist. Das ist nur wichtig, wenn wir noch nicht wissen, was das Feiner ist. Jetzt gehen wir mit den Geräten durch und gucken, was für Signale wir von dem kriegen. Strahlung, Geisterbox, Orb sehen wir. Und das geben wir dann auch ein. Und dann können wir herausfinden, was wir für den Exorzismus brauchen. Die für den Geist typischen Sachen, diese, weiß ich, was das war, eine Rune und sonst was. Und die Sachen, die wir noch zusätzlich rausgefunden haben durch die Geräte. Wie er hat Strahlung. Dann brauchen wir, keine Ahnung, die Pillen. Ach so, und wird, so uns das dann, wird uns das dann auch angezeigt hier in dem... Ja. Du musst es dann markieren und dann sagt er dir am Ende für den Exorzismus, was du brauchst. Und dann gehen wir mit all den Sachen, die wir dafür brauchen, in den kältesten Punkt des Raumes, des Hauses. Schmeißen alles dahin und ganz zum Schluss schmeißen wir die Bibel dahin. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, wird er dadurch exorziert. Okay, also dann kann man ja eigentlich nur hoffen, dass die Sachen vernünftig funktionieren und auch angezeigt werden. Nicht, dass man dann so irgendwie vor lange auf ein Ghostwriting warten muss und dann denkt man, okay, der schreibt halt nicht. Okay. Das müssen wir dann gucken. Okay, also 66. Oben, ja. Also oben ist auf jeden Fall noch ein Gerät von uns. Irgendwas mit zwei Lichtern, zwei grünen. Ich habe ein EMF irgendwo hingeschmissen. Ich glaube, ich komme mal einmal ganz kurz hoch und schnapp mir mal das. Dann sagt Dings. Hier ist irgendwas. Ich weiß nicht, was das ist. Hier ist das EMF noch. Also vielleicht das, vielleicht für die Radiation. Ich habe jetzt aber zwei Sachen. Ich gehe erstmal in den Keller. Ich habe den Weg leider wieder vergessen. Da geradeaus, ja. Dann irgendwie um die Ecke rechts, ne? Oder so? Irgendwie hier. Weiter? Da? Nee, es. Ja doch, ja. Wie? Ja oder nein? Ja. Hier runter jetzt. Links. Ah, er jagt. Scheiße. Er kommt aus dem Keller. Geht links lang. Richtung Ausgang. Geht nach oben.
bleibt oben. War fast bei dir, Marvin. Also ist an dir vorbeigelaufen. Er war auch fast bei mir. Er war so laut. Er ist weg jetzt. Ich glaube, er war bei Alexa. Ich war nämlich im Keller. Das hat sich so. Dann war der bei mir. Achso, dann war er bei dir, ja. Direkt, der war direkt vor dir. Ja, ne? Dann hat er noch einmal so. Heieiei, aber wir sind doch noch so total gut von der Herzrate. Was war denn da los? Er merkt, dass er den Kragen geht langsam. Die geweihte Schlinge. Ja, Pater Petrus und Pater Petra. Also wir werden das hier noch rocken. Er jagt schon wieder. Er startet von unten wieder. Rennt rechts nach oben. Geht in den Cut näher unten. Haustür. Badezimmer. Und ist, glaube ich, weg. Oder? Aber nee, noch nicht. Ist ja nach oben gegangen, glaube ich. Ja. Aber ich habe es ja noch nicht mal in den Keller geschafft. Okay, weiterer Versuch. Also ins Buch hat er noch nicht geschrieben. EMF sagt auch noch nichts. Oh, meine Herzrate ist zu hoch. Ich glaube, wir müssen nochmal raus. Hier können wir genau auf den Eingang gucken. Oh, er hat die Tür aufgemacht. Da, schon wieder. Was ist da los? Ich, der Heilige Geist. Hör mal auf, uns zu trollen. Pater Petergeist. Er gibt uns aber wichtige Hinweise. Höre auf ihn. Er will nur, dass wir wieder in das verfluchte Haus gehen. Er jagt. Ah ja. Mal gucken, ob er da rauskommt. Ja. Er startet immer beim Feuer. Ach, da rennt er. Der Mr. Burns. Tja. We are safe. Oh oh. Können die sich porten durch dieses Feuer oder so? Oder auch? Nee, Quatsch, das ist Quatsch. Das war jetzt einfach nur so. Das sah gerade nur so aus. Das sah gerade so aus, als ob er da hingegangen wäre und dann verschwunden wäre. Oh, weiter geht's. Moment. 66? Okay. Ich gehe noch einmal kurz nach oben, weil ich da noch dieses komische Radioaktivgerät holen möchte. Katzenraum. Das hab ich. Achso. Radioaktivgerät habe ich. Ist das das mit den zwei Lichtern? Das habe ich auch. Das habe ich von Marek gekriegt. Okay, nee, dann haben wir alles. Dann komme ich wieder runter. Oh, er jagt. Ich gehe wieder hoch. Er rennt nach oben. Also ich glaube, wenn ihr unten seid, dann könnt ihr gut euch verstecken vor dem Kind lacht. Er ist im ersten Stock. Rennt wieder runter. Das ist ein Katzenraum. Das ist weg. Ich habe mich hinter einer Glastür versteckt. Das macht's. Ich habe nichts anderes gefunden. Heiliges Glas. Kirschenglas. Ja, hat mich aber voll kalt gelassen. Puls ist 1A. Also wie gesagt, jetzt spawnt ihr am Feuer. Wenn ihr euch verstecken müsst, dann
Hier hinter oder so, hinter der Treppe. Aber ich würde, glaube ich, immer hochrennen, oder? Also. Ich weiß nicht. Er rennt immer stracks nach oben eigentlich. Wahrscheinlich, weil wir oben sind, oder? Ich meine, wir können Keine das Ahnung. ja. Ich war unten und schon zweimal habe ich im Keller überlebt. Okay, ja, wir können das gerne ausprobieren. Wo kann man sich hier verstecken? Zum Beispiel hier hinter den Paletten. Er spawnt am Feuer. Oh, okay. Verjagt. Er ist oben. Ist ganz oben, ist erster Stock. Müsst ihr jetzt vielleicht messen oder so? Okay, ich kann ja mal gucken gehen. Er hat geschossen, Moment. Er kommt näher, wartet. Er ist weg. Ist dieses Doppelgerät, das ist ja grün, ist das dann vielleicht erfüllt? Ist die ganze Zeit grün. Mann. Hier? 10 Grad. 8 Grad. Jagd. Renn nach oben. Erdgeschoss. Renn ganz nach oben. Okay, ich guck mal auf die Geräte. Warnst du mich, wenn er runterkommt? Da Er ist bist noch im Erdgeschoss. Er rennt Erdgeschoss wieder. Und wieder nach oben. ich. Er ist Also, oben. bei den Geräten ist nichts passiert. Die Geräte, da war gar nichts. Aber vielleicht ist dann auch Er ist halt, weg. vielleicht ist dann halt auch einfach gar nichts und er erfüllt das einfach nicht. Das kann auch sein. Ich weiß nicht, wie viele er haben muss. Also keine Radioaktivität, keine Musik. Ich würde das einfach mal sonst probieren, also. Ja, versuchen wir einfach mal zu exorzieren. Ich würde noch mal, ich gucke noch mal einmal gerade ganz in das Buch rein. Ghost Clues, also EMF hat er nicht, Box nicht ready. REM Pod. Das ist wahrscheinlich dann das mit dem Doppel Nubi Nub, mit dem Doppel Bubble. Nee, gar nichts weiter, ne? Das heißt, wir bräuchten dann. Er jagt immer. Er jagt. Ich bin draußen. Aha, you must select one to begin and. Gut, hier steht im Prinzip nur, was die machen. Complete all action on this below and then take the Bible. Wo hast du den Runenstein hier getan? Der müsste eigentlich noch in unserem Priesterraum liegen. Ach, da. Der lag nur so seitlich. Irgendwie stehe ich gerade so ein bisschen auf dem Schlauch. Wieso? Weil ich die Sachen, die wir jetzt, wenn wir jetzt, also wir haben ja jetzt im Prinzip nur die Orbs. Und wo wird jetzt nochmal angezeigt, welche Sachen wir brauchen? J. Achso. Exorcism. Ja, aber. Und im Journal.
Er jagt, glaube ich. Ja. Select. Ja, aber das ist doch nur so eine allgemeine Anleitung hier, oder irgendwie... Ja, mit dem Journal. Ist da noch was? Was? Eliminator? Also hier sind die... Hier sind die Sachen drin, die er machen kann. Was halt typisch ist für den Geist. Also, J. Exorcism Steps. Confirm the Ghost and select Ghost Tab. Dann gehst du ins Ghost Wiki, guckst, was für ein Geist es ist. Es ist Effigy. Effigy requires Holy Water and a Room. Dann wissen wir schon mal die beiden Teile. Dann Exorcism. Der nächste Platz ist Place a Ghost Specific Items in a Coded Spot in the Room. Das ist unten der Keller. Follow all the other requirements found by ticking the boxes and Ghost Clues. Wir haben nur Ghost Orbs, das habe ich eingeklickt. Und jetzt steht da drunter Throw holy water onto the ghost orb to burn it away. Once you... Ah, okay. Du hast es schon ausgewählt wahrscheinlich. Ja, ja, ich hatte das schon ausgewählt. Nur irgendwie fand ich die Anleitung hier irgendwie gerade ein bisschen komisch. Das heißt, ihr müsst jetzt heiliges Wasser auf die Orb hauen und dann die Bibel. Alter Fuck, wo war denn der Ghost Orb? Der war irgendwo anders, der war nicht im Keller. Der war irgendwo oben. Okay, muss ich mit der Kamera nochmal checken. Ich glaube, er hat gar nicht mehr. Okay, dann hole ich nochmal die Kamera. Wo war die? Schon? Dann bist du schon im Keller? Nö. Dann guck doch mal, ob da unten auch Orb ist im Keller. Ansonsten müsste ich oben nochmal gucken. Ich glaube, es war oben, wo ich das gesehen hatte. Da hinten. Ist es okay. Hast du jetzt ansonsten schon noch irgendwas dabei, oder? Ich habe den Orb weggebrannt. Ich habe die Kamera und den Orb, also das Holy Water gehabt. Jetzt brauchen wir die Bibel. Ich habe den Runstein, das Holy Water, die andere Flasche schon unten hingebracht. Kommst du mit? Ich habe erst ja. Ich glaube, er hat gesprochen in der Box. Echt? Ja. Ich glaube, ich habe Hey gehört. Wenn das so ist, also was... Also dass nur eine Sache ist, finde ich ungewöhnlich, deswegen... Okay, also ich glaube, er hat Hey gesagt. Dann würden wir die Spirit Box noch mit dazu nehmen. Find the doll with the Spirit Box and place it in the room before placing the Bible. Hattet. Da fliegt die Bibel weg. Okay, das heißt, wir brauchen die Spirit Box. Die habe ich vor die Kellertür, glaube ich, geschmissen. Okay, und dann müssen wir die Puppe finden. Ich glaube, ich habe eine Puppe gesehen. Ich glaube, du musst auch mit Englisch darüber reden. Okay. Where is the doll? Hello? Ich habe keine Ahnung, auf was der reagiert. Can you tell us your name? Can you tell us where the doll is?
Und oh. Was ist denn das? Okay, er hat aufgehört. Ich bin bei 124, ich müsste eigentlich raus. 165. Also ich meinte, ich habe irgendwo eine Puppe gesehen, aber ich also weiß nicht mehr wo. Lag nicht am Anfang eine Puppe in dem Priesterraum, aber ist die gemeint? Wahrscheinlich nicht, weil die müssten wir ja nicht suchen. Oh. Aber wenn er mit der Spirit Box und das funktioniert, dann müsste er ja auch mehr antworten. Also der hat also nur so ein Hey, weiß ich nicht, ob das zählt. Vor allem, weil das Ding, glaube ich, aus war und auf dem Boden lag. Im Keller war ja noch einer, oder? Er jagt wieder? Nee, das ist, ich habe die Spiritbox, glaube ich, es gibt nur eine, die habe ich vor dem Keller den Boden geschmissen. Und zwar aus, glaube ich. Ah, okay. Ich dachte, im Keller wäre noch irgendwas gewesen, was sprechen kann. Naja, ich glaube, er hat einfach gecheckt, dass da noch so ein Geist ist und wollte halt so eine Geisterkumpelschaft aufbauen. Deswegen hat er versucht, mit dir zu sprechen. Ein Baby hat geschrien, wenn das was bringt. Okay, ich bin wieder bei 66, ich gehe wieder rein. Ich habe irgendwie keine Ahnung, wie ich mit der Spiritbox eine Puppe finden soll. Vermutlich ist es ja auch jetzt die Spiritbox dann doch nicht. Ich mache aber den Exorzismus und dann gucken wir. Das läuft nicht. Dann mag ich auch wieder mitmachen. Er brennt, er brennt. Tötet ihn. Warte doch auf mich, bis ich da bin. Ich will das vielleicht auch sehen. Ich mach's ja noch nicht. Er brennt aber schon. Wegen dem Rundstein oder was ist nicht was? Keine Ahnung. Halt rum. Oder weil ich die Bibel in der Hand hab. Wahrscheinlich deswegen. Ja. Die Bibel habe ich auf den Boden geschmissen. Und jetzt? Genau. Pater Petrus, du bist derjenige mit dem Plan. Keine Ahnung. Ich sehe die Bibel noch nicht mal. Die müsste eigentlich auf dem Boden liegen. Fahrt nach Hause, der Job ist done. Echt? Keine Ahnung. Ich habe die Bibel nicht mehr im Inventar und die liegt auch nicht auf dem Boden. Normalerweise müsste die da rumliegen und dann müsste der Geist. Place the Bible next to the items. Ja. Ich habe auch Holy Water weggeworfen und es ist auch verschwunden. Aber eine zweite. Nee, es ist keine Spirit Box. Er hat die Bibel verschlungen in seinem dämonischen Abgrund. Vielleicht war das ja schon das Rumgeheule. Ja, aber ich hatte sie nur in der Hand. Ich hatte das Holy Water, glaube ich, in der Hand sogar. Steht also. Hat man denn irgendwo ein Your job is done? Go back to your priester school? Nachricht irgendwo? Nicht. Wir müssen jetzt einfach. Wir können einfach gucken, ob er nochmal jagt. Ansonsten gehen wir in unseren Priesterraum und holen unseren Kumpel, der uns abholt. Okay. Dieses Haus ist gereinigt. Scheinbar. Ich glaube schon. Alright, I'm on my way. Es gab nur Kollateralschaden. Ja. Ah. Okay, war dann wirklich nur eine Sache. Okay. Die Dreierpaterschaft hat gesiegt. Mit göttlicher Hilfe. Das Triumvirat der Pater.
Wie sind die Mehrzahl von Pater? Patres? Paters, keine Ahnung. Die Kirche. Wir vertreten die Kirche. Okay. Hallo, ne? Ja. Was denn? Achso, ich würde sagen, ja, noch eine Runde. Gibt aber eine ganz kleine Pause. Und die nächste Runde gibt es dann in dem nächsten Stream. Wir haben ja jetzt einen kleinen Einblick bekommen und wissen ein bisschen mehr, wie es geht zumindest. Und vielleicht schaffen wir es ja auch in der nächsten Runde alle drei zu überleben. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und es wäre super schön, wenn ihr wieder mit dabei wärt. Bis dann. Holy Moses. Ciao.